Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind wieder in unserem Heimatdorf und haben ein paar Verbündete mitgenommen, die wir vor Raidern geschützt haben, genau. Und wir waren dabei, schau, sie repariert die Omi, und wir waren gerade dabei, hier ein bisschen aufzuräumen. Wie ihr seht, schaut gar nicht mehr so grauslich aus. Wir haben hier auch schon ein Bettchen reingestellt. Da kann schon jemand mal schlafen, obwohl die Kommode hier auch nicht besonders gut steht. Das mache ich vielleicht noch gerade. Da muss ich auf V bleiben. So, huch, hat das jetzt geklappt? Nein. Nein. Mist. Nanu. So, dann machen wir das eben hier. Vielleicht geht's jetzt. So, die Lala. Ja, jetzt wird's gehen. Also, wir müssen auf Enter drücken und das ein bisschen schöner hindrehen, das Ganze. So, das eine mache ich noch. Dann brauchen wir noch ein paar Bettchen. Nein, hoppla. Oh, ja, nein, so und bam. Wir haben 5 Leute insgesamt. Wir brauchen noch 3 Betten, wir brauchen Schutz und Wasser brauchen wir unbedingt noch. Aber zuvor, nachdem es schon so dunkel ist... Huch, das wollte ich jetzt nicht. Werkstatt, nein, um Gottes Willen. So, weg damit. Nachdem es schon so spät ist, möchte ich gerne ein bisschen schlafen. Ich nehme einfach jetzt mal 5 Stunden her. Oh, ja, ja. Ah, das wird immer noch zu wenig sein, ich sehe gerade, ne? Huch! Ich wollte nicht neben den Kerl da schlafen. Wirklich nicht, ehrlich nicht. Ich bin meinem Mann treu. Bis über alle Zeiten hinaus. Jawohl. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir eine Schlafgelegenheit. Nanu? Schubst mich da gerade jemand? Es wäre halt vielleicht auch klug, hier Betten aufzustellen, ne? Aber wo tun wir dann den Esstisch hin? Oder hier? Da so ein Bett? Und hier ist so ein Bett. Und da dafür die Küche. Können wir die da auch abreißen? Warte mal. Huch. Es hat sich kurz aufgemacht, aber nicht das, was ich wollte. Na, komm. Dann muss ich eben selber nochmal da, ne? So. Mit E. Okay. Ist das auch zum Wegreißen? Tatsächlich. Dann tun wir das gleich recyceln. Bitte, alles her damit. Her damit. Und du auch bestimmt. Jawohl, her damit. Dann können wir hier einen Schlafplatz draus machen und dann mache ich hier einfach ganz hübsch die Küche hin, so in etwa. Weil da haben wir auch Regale, ne? Also denke, das wird vielleicht gar nicht so schlecht passen. Also, dann brauchen wir... Nein, das war verkehrt. Hier. Bettchen. So. Nein, können wir das Ganze drehen? Mal hinstellen wäre nicht schlecht, ne? Oder ist es gut, wenn es so steht? Na nun, wo ist es denn? Auf der Decke oben will sicher keiner schlafen. Na? So, ich stelle es einfach mal hin. So. Dann tun wir das abbrechen. Dann tue ich das auswählen. Dann versuche ich das mal irgendwie so. Dann versuche ich das so. So, ja. Und jetzt vielleicht. Huch. Wobei, es gehört eigentlich... Moment, ich muss mich mal kurz am Kopf kratzen. Das ist schon das Denk... Das Jucken vom Denken. Das Bett muss ich umdrehen eigentlich. Warte, ich habe es verkehrt. Huch. Nein. Da. So. Ich muss es von der Seite hier nehmen. So. Jetzt mich umdrehen. Und jetzt wird es passen. Ich hoffe wirklich, dass es da reinpasst. Das wäre mir ganz lieb. Komm schon, nicht spinnen. Es wäre echt schön, wenn du da reinpassen würdest. Schau. Ja, da hat sich gerade was getan. Halt, huch. Wie? So. So, schön langsam. So, ich würde sagen, so ist gut. So ist gut. Ja. Das nächste Bettchen. So. Das stellen wir einfach mal... Warte, ich mach's da draußen. So. So. Dann wieder so. Dann würde ich sagen so.
Da muss ich sagen, so. Dann muss ich sagen, so. Und dann muss ich sagen, so. Huh, stimmt das jetzt so? Das ist verkehrt, ne? Mist, verdammter. Jetzt habe ich mich selber verwirrt, und zwar mit Erfolg. Nee, wird schon passen, so. Hoffen wir es halt. So. Ja, so. Perfekt. Schön. Dann haben wir hier schon drei Bettchen drin. Ja, fehlt nur noch eins. Ich finde, das schaut gar nicht so dumm aus, oder? Das nimmt man. Also ich finde, das ist ein hübsches Plätzchen da für ein Zimmer. Wobei, so wie der klopft, da kann keine Sau schlafen, ehrlich nicht. Dann würde ich sagen, wir könnten auch. Naja, wobei das eher so ein Fernsehdingens ist, ne? Aber ist ja wurscht, stellen wir ihm das einfach mal als Nachtkästchen, weil wir sind ja keine Unmenschen. Kriegt er ein Nachtkästchen, schau mal. Dann könnten wir so den Tisch. Ah, schau, das kann ich auch verwerten. Her damit. Dann würde ich sagen, wir können den Tisch, damit es noch ein bisschen hübscher ausschaut, nur für derweil. Vielleicht so. Nein. Ich würde ihn lieber so. So. Dann der Sessel. Der erste. Da können wir vier drumherum stellen. Vielleicht, ne? Vielleicht so. So. Dann würde ich sagen, der da. Den tun wir dahin. So. Mann, ich fange schon wieder an mit so einem Schwachsinn. Ne? Entschuldigung. So viel dazu. Ich mache das, wenn ihr nicht zuschaut. So. Vielleicht so. Vielleicht noch ein bisschen. Nein, da lieber nicht hin. Da lieber nicht hin. Ist mir lieber da. So. Um den Tisch herum. Dann haben wir da hinten noch einen. So. Dann würde ich sagen, stellen wir vielleicht so hin. Dann können die hier klasse so in einem Sitzkreis so ein bisschen sitzen und ein bisschen quatschen. So vielleicht. So. Ich glaube, das passt gar nicht so schlecht. Hoffe ich halt. Dann wäre da drinnen noch. Huch. Na, lass mich mal kurz rein. Eine Badewanne. Die können wir auch noch schöner hinstellen. So vielleicht. So. Ne? So. So. Eine hübsche Badewanne. Das Klo hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Aber naja, was soll's. So. Ich glaube, das hätte schon gepasst, wie es war. Können wir dich... Aha, dich können wir verwerten. Gerne. Keramik. Da haben wir einen schönen Stuhl. Dich werden wir auch verwerten. Zu Stahl. Dann können wir dich, Klaas, hier ins Winkel stellen. Schön. Was haben wir da? Das können wir auch verwerten. Stahl und Glas, okay. Passt. Schaut dir gar nicht mal so blöd aus. Ja, passt, Cotsworth. Wir sind hier dabei mal fertig. Jetzt brauchen wir noch ein Bett. Ich meine, wir drüben wohnen alleine. Jetzt können wir da eigentlich auch noch ein Bett herstellen, oder? Aber da wird sich keins ausgehen. Oder doch? Da noch ein zweites und da mittig den Kerl da reinstellen? Vielleicht. Da muss aber das Zeug weg. Also entweder stellen wir den da hinein, da so. Das wäre wär vielleicht gar nicht so schier. Warte mal, dann tue ich den Hocker raus. Den tue ich da mal nur kurz. Dahin, so. Oh, ruck. Dann nehmen wir das Zeugs wieder. Und stellen den einfach hoch, bis mal grün wird. Bist du grün? Mal kurz da so her. Dann wieder schöner machen, also schöner anvisieren. So. Na komm. So. Ja. Perfekt. Ja, gut. Ich weiß, geht sicher schöner, aber ja. Und den nehme ich mit. Huch. Den stelle ich hier hin. Da ist genug Platz dafür. So. Ja, das ist toll. Dann können wir hier noch das vierte Bett reinknallen. Kurz werfen, mal ein Stückchen zur Seite. Danke. So, noch ein Bettchen.
Ah, toll, der steht wieder komplett schief. Ah, warte, da war es grün. Da. Entschuldigung, nur mal kurz. Ich will das bitte, ach so, zuerst so. Jetzt da. So. Da muss ich raus. Dann wieder so. Na, komm. So. Und dann probieren ihn. Naja, okay, das geht wahrscheinlich gar nicht so gut, wie ich es wollte. Dann werden wir das anders machen. Warte, nein. Dann werde ich das anders probieren. Einmal. Ach so. Ach so. Ah, mir kann... Aha. Aha. Okay, das ist natürlich jetzt... Das ist jetzt natürlich supi. Wir können das Ganze mit der Maus... Also wenn du auf der linken und rechten Maustaste oben bleibst, können wir das drehen. Ja, das musst du halt auch wissen, ne? So, dann würde ich sagen... Wir machen das mal so. So. Das ist ja echt toll. Würde ich sagen, so. Das eine Bett kommt dann hier hin. Das schmeiße ich mal kurz raus. Ungefähr so hin. Das eine Bettchen will ich gern so haben. Das passt, glaube ich, da recht gut rein. Huch, na komm. So, dann haben wir nämlich auch 5 Betten. Und die Leute haben da schon mal nichts mehr zu meckern. So, das müsste passen. Na komm. Ja, ich denke, so ist gut. Ich glaube, so ist gut. Dann könnten wir hier... So, komm her. Was? Da war was... Oh! Perfekt. Die Lampe, die nehme ich auch mit. So, dann nehme ich dich. So, mal her. So. Bisschen drehen. Vielleicht hättest du sogar da Platz, aber da kommt kein Mensch mehr ran dann. Ist, glaube ich, hier am besten. So. Ja. Ich glaube, so ist gut. Einigermaßen zumindest. Ich glaube, so ist gut. Das ist fein. Dann schlafen die Leute immer zu zweit oder... Ja, immer zu zweit und dann passt das schon. Schön. Dann können wir als nächstes Wasser machen. Also, da tun wir mal rausgehen. Nein, nicht ganz raus. Ist ja wurscht. Schauen wir mal. Oh, wir können Stühle und Bänke machen. Aha, warte. Da bin ich jetzt einmal zu weit. So. Strukturen sind ja gleich ganze Häuschen. Dekoration ist noch ein bisschen zu früh. Licht wäre auch nicht schlecht. Ressourcen, da wird wahrscheinlich Wasser drin sein. Ressourcen, Wasser. Essen. Sonstiges. Nein, Wasser wäre gut. Und zwar... Was ist denn das eigentlich? Oh, ein Brunnen. Da fehlt mir aber Beton. Mhm. Wir können zurzeit nur dieses Zeug da machen. Wasseraufbereiter. Naja, hoffentlich bringt sich das was, ne? So. Wo tun wir den hin? Oh Gott, was ist denn das für ein Gerät? Ach du Heilige. Naja, da brauchen wir halt eine Pfütze, ne? Ah, ich glaube, ich weiß schon, wie das gedacht ist. Da unten, ne, ist es so ein Wasserding. Jetzt ist die Frage, ob ich so weit runter darf. Da irgendwo, ne? Ist ja eigentlich ein Fluss. Jetzt ist die Frage, ob ich da runter darf. Boah, das war jetzt ein schöner Umweg, wenn ich da gehatscht bin. Aber das ist eh wieder typisch ich. So, geht's da irgendwie? Da so? Ja, schau mal, grün. Jetzt ist nur die Frage, braucht man da jetzt auch einen Stromanschluss oder so? Wahrscheinlich, ne? Und überhaupt, ist das so richtig oder muss ich den noch drehen? Muss der jetzt so stehen? Wow. Oder andersrum? Das ist jetzt die Frage. Ich stelle ihn einfach mal. Weißt du was, ich stelle ihn... Aha, da ist radioaktiv. Supi. Ich stelle ihn einfach mal so hin. Dann ist es... Ach so, da vorne ist ein Zapfhahn, ne? Warte. Warte. Da muss er definitiv so stehen. Irgendwie. So vielleicht. Dass man auch ran kann.
Irgendwie so, ohne das. Vielleicht doch so. Man ist halt ein bisschen im Wasser, aber wenn man das holen geht, aber ist ja wurscht, oder? Boom. Dieses Objekt benötigt Energie. Super. Bevor es Ressourcen produzieren kann. Baue einen Generator und verbinde ihn über Kabel mit dem Objekt, um es zu benutzen. Baue einen Generator. Jawohl. Generator. Also zurück, dann brauchen wir zurück. Dann brauchen wir Strom jetzt, ne? Energie. Ne? Nanu? Will er nicht? Ah, das wird ebenfalls Ressourcen sein. Nein, will... Achso, was kann man da verwerten? Aha. Da haben wir Stahl. Da können wir auch Stahl, Holz, Beton. Mist, verflixter. Kann ich den nochmal verwerten? Kriege ich das wieder zurück? Waren das die Ressourcen? Nein, oder? Das war viel schlimmer. Also viel mehr, oder? Warte mal. Nein, so meinte ich das nicht. Habe ich jetzt wahrscheinlich Mist gebaut. Wasser? Gummi kriegst du, Kupfer, Stahl, Stoff, Keramik, Öl. Ja, ja, da brauchst du definitiv mehr. Ja, ist ja eh wurscht, oder? Wasser aufbereitet, wenn wir den haben. Das wird wohl hoffentlich funktionieren. Naja, dann brauchen wir halt einen Generator, ne? Ressourcen sonstiges. Ist da vielleicht was? Blünderstation. Brahmin, Futterdruck. Okay, Sachen gibt's. Essen? Nein. Dann ist es wirklich bei Energie dabei. Generatoren. Dann ist das... Ist es sowas, ne? Geh mal auf die Seite. Ich muss da bauen. Dann ist das sowas, ne? Dann würde ich sagen... Boah, können wir das dann irgendwie beschützen, auch das Klump, wenn wir das... Wenn das Not ist? Aber ich denke, wir lassen das schon hier. Dann macht das nicht so viel Lärm im Dorf. Können wir auf die Wand bauen? Platzsparend? Nö. Doch, schau. Lol, wie das ausschauen wird. Ich würde sagen, ich probiere es einfach mal hier. Brrrm. Verlege jetzt ein Kabel vom Generator zu dem Objekt, das Strom benötigt. Mit diesem Objekt, die Energie brauchen, können direkt über ein Kabel versorgt werden. Kleine Objekte wie Lampen benötigen dagegen einen Stromverteiler in der Nähe. Verlege ein Kabel vom Generator zu dem Objekt, um das zu... Ja. Ah, mit Space. Okay. Ah. Das so passt das schon. Und anbringen. Ja. Hurra. Huch, das wollte ich nicht. Abbrechen. Ich wollte nur hüpfen, Flatterfreude. So. Juhu, wir haben Wasser. Boah, das blubbert, ne? Das sieht doch funktionsfähig aus. Das sieht doch funktionsfähig aus. Ja. Nice. Läuft. Ha. Muha. Juhu. Schön. Ach so, gedrückt halten. So. Was nun? Was nun? Wir brauchen jetzt auch noch Schutz. Okay, wir brauchen Schutz. Ah, die Werkbänke, die Bänke, da können wir verwerten. Die hauen wir alle, die tun wir alle weg. Schaut ja nicht nichts gleich. Ist da unten noch Krempel? Huch, ja, da ist noch Krempel. So. Boah, das blubbert, ne? Himmel. Da haben wir... Oh, warte mal. Energie. Kann ich da... Nö, oder? Toilette, Keramik, okay. Dann hier Holz. Unbedingt. Nehmen wir alles mit. Was haben wir da noch? Ein Fass. Okay. Zerstörtes Haus. Da. Bis hierher geflogen, oder wie? Was haben wir hier? Eine Badewanne. Auswählen. Eine Funktion. Cool, die nehme ich gleich mit. Warte, ich stelle sie nochmal kurz ab hier. Ich will nur das Graffel hier noch wegtun. Da drüben ist noch mehr Graffel. Hui! Juhu! Da. Stahl. Mehr Holz. Okay. Da soll ich hier auch ein bisschen heimelig ausschauen, oder? Ich glaube, da ist kein Mensch glücklich, wenn du ins Wasser schaust, wo das neue Wasser quasi jetzt dann für uns alle ist. Also der da. Und da ist überall Müll. Das schaut nichts gleich. Das können wir nicht machen. Juhu!
Juhu. Da ist wieder ein Fass. Nehmen wir mit. Das Holz bleibt so, okay. Was haben wir hier? Irgendein Gestell von einem Auto wahrscheinlich. So. Ist da noch was? Na, da schaut es einmal gut aus. Das ist fein. Beim Wasser ist einmal auf der Seite nichts. Hui. So. Ah, da ist noch ein Reifen. Ja. Dann. Huch. Abbrechen. Ich will gern die Badewanne mitnehmen für mich daheim. Hui. Ah, warte. Da ist auch noch was. Nehme ich das da. Das wird verwertet. Immerhin das schöne Holz. So, dann nehme ich dich mit und trag's zu mir heim. Hui. Jawohl. Wasser, Wasser, Wasser. Jetzt ist nur die Frage, gehen die Leute hier runter? Aber ich glaube schon, ja, nachdem 10 Wasser steht, müssten die Leute schon so schlau sein, da runtergehen und sich das Wasser schnappen. Jetzt muss ich nur mein Haus anfinden. Ich glaube, das war das Blaue da vorne. Hallo, Kotzi. Lalala. So, boah, da schaut's aus. Ach, du Heilige, da schaut's aus. Wo war jetzt unser Badezimmer? Hier. Okay, wir haben eigentlich eh dieses Zeug hier. Ich stelle sie trotzdem mal her. So. Ungefähr. Vielleicht können wir sie ein bisschen schöner hinstellen. So. So. Aber wenn du denkst, wie bärenstark wir sind, ne? Wir können einfach mal so ohne weiteres so ein Dings tragen, ne? Ja, wir sind schon stark. Wir sind schon stark, da gibt's nichts. Ja, wäre halt auch schön, wenn wir hier unser, das Graffel hier, schau mal, Stahl und Schraube, was wir da alles verwerten können. Das alte Klumper, das haben wir alles weg, das brauchen wir nicht. Wir richten alles schön und neu ein. Das kommt alles weg. Nur die Sachen von unserem Sohnemann. Ein Bilderrahmen. Den brauchen wir dann auch nicht ohne Bild. Das Spielzeugauto. Der Wickeltisch. Da haben wir einen Sessel. Oder einen Hocker. Nein, kein Hocker, nur so ein. Das können wir da ins Eck reinstellen. Da stellen wir da so rein. So ist gut. War mal ein Kasten, ich weiß. Aber vielleicht können wir ja mal so. So Vasen oder so machen. Ja, das stellen wir auch wieder auf. So, das machen wir auch schön. So, unser Andenken an unseren Sohnemann. Der Teppich wäre auch schön. Huch, achso, das bewegen wir alles jetzt. Halt, da liegt irgendwas. Mist. Passt. Da das Bauklötzchen. Ich lasse das alles mal da. Achso, das kann ich nur verwerten. Ja, schaut aber schier aus, oder? Weg. So. Ach, herrje. Das ist wirklich nur alles. Hm, ja. Dann lassen wir das mal so, wie es so ist. So. Was haben wir da? Das tun wir auch weg. Dann hier. Die Schachtel von Cotsworth. Können wir ja mal lassen dabei. So. Eine alte Waschmaschine. Ja, können wir eigentlich wegschmeißen, ne? Haben wir es weg, weil dann haben wir recht viel Platz für unser Krempel. Die Schachtel, Plastik, gut. Was ist das? Mr. Handy-Treibstoff. Du musst mal lagern, oder? So, ja. Na, da schaut's aus. So, da stellen wir hier wieder drauf. Dann ist wieder ein bisschen ordentlich. Kaffeedose. Eines der wichtigsten Sachen, die ich brauche, ey. Also, her da. Aha, das ist auch schon alt. Aber ich will dann eigentlich nicht verwerten. Das möchte ich gerne noch lassen, ehrlich gesagt. Naja. Also, wie gesagt, das mache ich dann irgendwann mal. Den hauen wir weg. Der ist schon mehr als verrottet. Ich werde dann hier mal alles ein bisschen unser Dörfchen auf Vordermann bringen, aber nicht heute. Das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Ein bisschen. Da, die Reifen können wir noch ruhig mitnehmen. So, damit es da nicht so schier ausschaut auf der Straße. So. Denn wir brauchen jetzt noch Schutz. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Tonnen tun wir auch weg.
Schaut ja hässlich aus, wenn das da so vorm Haus herumsteht. Was ist denn das eigentlich? Ein kaputtes Klo, glaube ich. Ja, das schaut, das macht ein tolles Bild. Ja, sehr stylisch. Alter, die ganzen Reifen. Naja, für eine Werkstatt. Den lasse ich da mal sogar mal. Aber hier, das kommt weg. So. Wir brauchen Schutz. Wir brauchen Schutz. Jetzt habe ich da unten den Generator hingeknallt. Jetzt wäre es ja schön, wenn wir da irgendwie raufkämen. Huch, wenn wir da irgendwie uns hochglitschen. Nein. Aufs Dach irgendwie so raufkämen, dass wir da oben irgendwas bauen können. Wie schaut es eigentlich aus? Schutz, was hätten wir denn da im Angebot? Ah, sowas wäre vielleicht nicht schlecht. Ein Wachposten. Ein Wachposten wäre sicher nicht schlecht. Und zwar da vorn. Huch, ich will laufen. Also geht nicht. Und zwar da vorn könnte ich es mir vorstellen. Da so bei der Brücke, ne? Wenn uns da irgendwelche Bastarde nämlich angreifen wollen, dann haben wir hier schon mal einen recht guten Schutz. Schauen wir mal. Ja, bauen lassen würde er sich. Gleich ein bisschen drehen, so. Aber der wäre gut, ein bisschen auf Anhöhe bauen fast. Aber ist eigentlich eh wurscht, ne? Würde ich sagen, so vielleicht. So vielleicht und... Ich meine, der ist vielleicht doch ein... Vielleicht ist er ja ein kleiner Schutz, wenn der mehr über die Brücke laufen will, ne? Normal macht man das... Ist ja wurscht, aber ich denke... Oder hier so. Oder da so. So seitlich. So. Schaut das was gleich? Kann man, wenn ich den jetzt da so hoch mache, kommt man da noch rauf? Ohne dass man sich das Genick bricht? So vielleicht? Bäm. Du musst dieses Objekt einem Arbeiter zuweisen, damit es Ressourcen produziert. Echt? Das echt wahr? Das geht? Ja, man kann da gut stehen. Man hat schon Überblick. Also bis auf da oben, ne? Die meisten Objekte, die Energie brauchen, können direkt über ein Kabel mit dem Blablabla. Weise den Ressourcen. Wenn die Verteidigungswert niedrig steigt, die Chance, dass deine Siedlung angegriffen wird. Du solltest versuchen, deinen Verteidigungswert immer mindestens so hoch zu halten, wie Ressourcen deine Arbeit dazu. Ja, um Gottes Willen. Ah, das kann ich wegschmeißen. Das ist gut. Mülleimer. Ja. Dann könnte ich hier nämlich nochmal so einen Wachposten hinknallen. Ein Arbeit dazu. Warte mal. Ich mache da mal zu. So. Wie geht das? Zuweisen. Muss ich wahrscheinlich mit jemandem sprechen, mit so einem Arbeiter oder so, ne? Also mit so einem Bewohner. Und dann haben wir Schutz. Okay. Huch. Kann ich noch schnell? Ja. Weil das muss alles weg, da kannst du gar nicht gescheit laufen. So, das schaut schon besser aus. Davor noch diesen Kackreifen weg. Das Auto lasse ich mal stehen. So, ja. Oh, eine Kochstelle. Oh, ja, da können wir dann gleich kochen. Da werden wir auch bald kochen. So. Alter Schwede, jetzt tue ich da nur herumschimmeln, ne? Fürchterlich. So, ja, ich bin schon unterwegs. Ich tue nur auf dem Weg ein bisschen sauber machen. Und schauen wir mal, nachdem die Leute alle hier sind, ne? Befehligen. Warte mal. Los. Hat das jetzt hingehauen? Warte mal. So. Bist du bereit? Hallo du. Für etwas Arbeit? Ja. Was brauchst du? Was brauchst du denn, Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Ja, die haben wir ja schon. Warum kannst du das nicht tun? Wieso brauchst du meine Hilfe, um Betten zu bauen? Hey, wir haben eine Menge zu tun und wir sind schon wochenlang unterwegs. Wir brauchen Nahrung, Wasser, Unterkünfte und noch vieles mehr. Du wolltest wissen, wie du helfen kannst. Ich hab's dir gesagt.
War das ein ernst gemeintes Angebot oder nicht? Ja. Klar, ich mache gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Jo. Baue geschützte Schlafplätze für die Siedler. So und so. Ja, habe ich eigentlich gemacht. Müsste passen. Hey. Hallo. Hast du irgendwas Neues? Okay. Ich brauche, du könntest, Hey, Sturgis. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Habe ich auch schon. Was meinst du damit? Brauchen wir eigentlich nicht, das wissen wir eh schon. Ich kümmere mich drum. Dran. Sauberes Wasser kommt sofort. Super, vielen Dank. Jawohl, das sind wir auch schon fertig, können wir auch schon quatschen. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ja. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Ja, ja, bin ich schon gewohnt. Unsere Vorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Okay. Und was für Pflanzen? Was soll ich denn anpflanzen? Ist eigentlich egal. Kartoffeln, Mutterbeeren, Mais, was auch immer hier wächst. Okay. Aber ich möchte auch jemanden, wo ist eigentlich der, der da immer Patrouille läuft? Der könnte sich ja da vorne auch hinstellen, oder? Wobei, hallo. Leute, wo seid ihr denn? Wenn ich jemanden zum Erschöpfen einteilen will, dann hauen sie alle ab, ne? Das ist ja Wahnsinn. Alter, hallo? Wo sind denn die hin? Willst du einmal wen zum Hackeln einteilen, ne? Unfassbar. Aber wo bauen wir jetzt was an? Da wäre gut, wenn irgendwie so ein... Weiß ich nicht, so ein Häuschen wäre. Da hinten. Da, schau mal. Oh, da. Warte mal. V? Da tun wir das am besten weg, ne? Ja. Und den kann man aufstellen? Ja, den kann man wieder aufstellen. Das ist gut. Nein? Klipp doch hier an. Ja, das gefällt mir. Das ist gut. Naja. Sowas schaut eigentlich schon mal besser aus, ne? Was soll's? Ah, da haben wir einen Landwirt, ne? Die hat da Kürbisse, schau mal. Warte, nein. Ich wollte eigentlich Schluss zumachen. Schau mal, wir haben da Kürbisse. Scheint wirklich was zu werden. Du kannst helfen oder verschwinden. Danke, du Freundliche. Also, nochmal. So. Wir bauen an Ressourcen. Hier. Nein, was machst du denn da? Das soll hier bleiben so. Also, so. Ressourcen. Wir brauchen was zu futtern. Wir brauchen... Was ist das? Kürbis. Aha. Was haben wir noch? Ach so. Geht das überhaupt, wenn wir keine Ressourcen haben? Na, da musst du schon irgendwie sowas wie einen Samen haben, ne? Oder wie? Oder was? Kann nur auf Erde platziert werden. Ja, da ist Erde. Muss man da vorne was aufbereiten? Was hast du hier? Befehligen. Lagern. Nein. Warte. Flaschenkürbis. Nehmen wir den auch mal mit. Sieht aus, als wollte ich plaudern. Ja. Können wir ein paar Sachen tauschen? Nein, die Sachen lasse ich ihr. Aber kann man denn irgendwie ein hübsches Kleidungsstück oder so für sie? Nö. Nein. Ist wieder falsch. Fix klar, und die Geige. Lass bitte alles stehen und liegen. Das ist aber lieb. Lass mich in Ruhe. Arschgeige. Entschuldigung. Ist ja wahr. So, ein bisschen drehen. Kann man das? Nein, noch nicht. Ich stelle es einfach mal hier auf. Dann hier. Kannst du das so? Wird schon passen. Und hier. Jawohl. So ungefähr. Es gibt hier schönere Zäune, aber das ist zweckmäßig. Ein bisschen halt zumindest. Ich will da jetzt was anbauen. Ah, da, schau. Hier, Kürbis. Jetzt geht er. Jetzt geht er. Würde ich sagen. Dann tun wir hier noch so einen Kürbis hin.
So ist er gut. Denkt, das müsste passen. Essen haben wir jetzt zwei. Ein Arbeiter, der Nahrung produziert soll, kann an mehreren Nahrungen produzieren Optionen arbeiten. Bis zum Maximum von 6 Nahrung. Okay. Sie hat jetzt 1, 2, 3, 4. Gehen sie noch. Achso, geht sie nichts mehr aus. Können wir sonst nichts? Haben wir sonst da. Oh, hier. Natürlich. So. Geht hier auch was? Nee, ne? Nein. Dann nehmen wir den da. Ganz einfach und unkompliziert, würde ich sagen. Da war sie gerade grün. Wieso war da gerade grün? Ich will wieder, dass grün ist. Halt, Kurzwurf auf die Seite. So, also hier. Und dann noch einen, würde ich sagen, hier. So ungefähr. So, perfekt. Das müsste mal fürs Erste reichen, hoffe ich halt. So. Lebensmittel. Mit Lebensmitteln 60% ist sogar zu wenig, wenn du denkst, ne? Haben wir dann noch irgendwas? Dass uns da noch. Dass wir anbauen könnten, dürften. Kann nur auf Erde platziert werden. Ja, bitte. Haben wir was da? Nein. Geht noch was mit Kürbis? Haben wir wahrscheinlich auch nicht genug noch. Wir müssen ein bisschen warten, bis wir das geerntet haben. Dann geht es weiter. Jetzt wird es ein bisschen brauchen, bis das nachwächst. Schau, schon wieder falsch. Nein. Such dir einfach eine gute Stelle und pflanz was auch immer du hast. Frische Hab ich. Wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Ich will schau mal, reicht ein bisschen das schon? Handeln. Nein, reicht noch nicht. Hat er vielleicht aber Saatgut? Aufbereitetes Wasser hat er schon mal? Also das haben wir, lol. Er hat gar nichts. Schon wieder falsch. Denkt daran, so. Jemanden die Pflege der Pflanzen zu übertragen. Jemand muss sich um sie kümmern, wenn wir was ernten wollen. Ja, die tut es ja schon. Ich höre auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Okay. Aber das müsste eigentlich schon passen, oder? Kann man? Tun wir nochmal so. Würde, müssen wir befehligen. Enter. Und dann? Zuweisen. Ah, sie ist schon beim Essen dabei. Okay. Benötigt. Produziert 0,1. Aber das müsste eigentlich passen, oder? Diese Ressource ist jetzt zugewiesen. Weh. Das müsste jetzt so passen dann, ne? Die wird da jetzt arbeiten normal, ne? Gut, dann brauche ich jetzt aber trotzdem noch ein Opfer. Für. Da unten. Für die Wache, ne? Na los, lauf. Für die Wache, 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 Wache. Hast du Zeit? Und zwar. Markierung für Suche. Nö, oder? Müsste das jetzt passen, so, ne? Da kann. Na, das lasse ich mal so. Hier. Auswählen. Nein, so wollte ich das jetzt aber auch nicht. Verwerten. Markierung für Suche. Auswählen. Hat das jetzt so geklappt? Hallo Kurzi. Haben wir jetzt Schutz? Nein. Warte mal. Vielleicht muss ich da jetzt einfach so Schutz. Vielleicht nimmt dann jemand den Auftrag an. Hallo, wo sind denn die jetzt überall hin? Das ist gar nicht mal so einfach. Weil ich mich gerade echt anstelle wie ein Trottel, aber... ja. Das ist gerade leider so. So, der Reifen kommt weg. Du bist eher am Arbeiten. Ist hier jemand, der... zufälligerweise mir zur Hand gehen könnte? Bitte. Nein. Ich verstehe nicht, wo die Leute immer hinhatschen, ne? Da unten rennt wieder einer.
Ich glaube, das ist ja der Auftraggeber, fürchte ich. Du, ich habe einen Auftrag für dich. Los. Los. Nicht zugewiesen. Wachposten, wieso geht das nicht? Hm. Und jetzt runterlaufen, oder was? Mist, der Part ist auch wieder zu Ende. Hm. Zuweisen. Jetzt müsst ihr hingehauen haben. Jawohl, Schutz haben wir schon mal 2. Gut, das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, wenn wir können, so ein Geschützturm wäre nicht schlecht, da oben eins hinzuknallen. Das wäre super. Wenn es passt. Ich glaube, das wäre sogar vorgesehen, ha? Ist das denn so richtig? So vielleicht. So irgendwie. Nachdem muss ich dann nochmal den Part beenden. Na los, komm, Kumpel. Ja, irgendwie so. Komm. So, schön mittig. Ich würde sagen, so. Gatschinka, jawohl. Ah, der geht selbstständig. Da brauchst du gar keinen Strom. Echt wahr? Wow, jetzt haben wir schon 7 Schutz. Das ist ja voll cool. Sehr gut. Kümmere dich Feine um Geschichte. Deine Waffe, und sie wird dich nie im Stich lassen. Ja, also wir haben jetzt Wasser, wir haben Sicherheit, wir haben alles. Das ist ja fein. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Aber dafür haben wir jetzt ein bisschen Schutz, was zu essen. Wir haben was zu trinken. Ich hoffe, dass es mit dem Essen reicht. Ansonsten muss ich jetzt noch warten ein bisschen, bis der Kürbis oder so fertig ist. Dann können wir noch ein bisschen Kürbis anbauen. Also gut. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem... Oh! Das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Auch Cotsworth sagt Tschüssi. Also, Tschüssi!